Dass ausgerechnet der mächtigste Mann der Welt fehlte, als die G20-Familie zum großen Auftaktfoto angetreten war, es könnte einiges aussagen über den Gipfel von Rio de Janeiro, der heute Nachmittag zu Ende gegangen ist. Vielleicht zeigt dieses Foto sogar, dass sich die globalen Kräfteverhältnisse verschoben haben, dass nicht mehr die großen westlichen Industrienationen mit ihren Interessen im Mittelpunkt stehen. Dort haben andere Platz genommen. Und mit denen hat es eine Verurteilung des russischen Angriffskriegs nicht in die Abschlusserklärung geschafft. Über eine Entscheidung des US-Präsidenten wurde allerdings ausführlich diskutiert. Aus Brasilien, Xenia Böttcher. Das war's. Der Gipfel endet mit einem zweiten Familienfoto, auf dem er diesmal drauf ist, US-Präsident Joe Biden. Das Sagen auf dem Gipfel hatte, so schien es, der globale Süden. Die Allianz gegen Hunger und Armut ist gestartet, die Besteuerung von Superreichen auf den Weg gebracht. Gastgeber Lula da Silva den Tränen nahe, als er Mandela zitiert. Es ist leichter zu vernichten und zu zerstören. Helden sind die, die aufbauen. Wir werden weiterbauen an einer gerechten Welt, die nachhaltig ist. Die kommende Präsidentschaft von Donald Trump schwebte wie ein Schatten über dem Gipfel. Er könnte den Zusammenhalt im Westen schwächen. Die globale internationale Macht wird neu verteilt. Sie konzentriert sich nicht mehr nur auf die westlichen Länder und die Länder des globalen Nordens. Der G20-Gipfel zeigt die Länder des globalen Südens. Die nicht-westlichen Länder haben jetzt ihren eigenen Spielraum, fordern ihre eigene Sichtbarkeit. Handel ist das Thema, das China vor allem interessiert. Ein Ende von EU-Strafzöllen. Staatschef Xi bietet Scholz Zusammenarbeit, eine strategische Partnerschaft an. Scholz wiederum appelliert an den Frieden. Niemand soll sich vor seinem Nachbarn fürchten müssen. Scholz würde Xi gerne als Garant des Friedens sehen, statt als Lieferant von Kampfdrohnen für Russland. Yes. 1000 Tage, in denen der russische Präsident, in denen Putin die Ukraine gnadenlos bombardieren lässt, das ist dann zu wenig, wenn die G20 keine deutlichen Worte zur Verantwortung Russlands in dieser Frage finden. Das hätte ich mir gerne anders gewünscht. Russlands Außenminister Lavrov dürfte dagegen wohl mit der Erklärung einverstanden sein, die sich recht vage für einen gerechten Frieden ausspricht. Dass Scholz keine Taurus-Marschflugkörper an die Ukraine liefern will, findet er verantwortungsbewusst. Ich hoffe, dass Sie die russische Nukleardoktrin im Westen gelesen haben und dass sie nicht so gelesen wurde, wie Sie die UN-Charta lesen, in der Sie nur das sehen, was Sie brauchen und nicht die Doktrin in ihrer ganzen Vollständigkeit und Verflechtung. Der Hammer fällt in Brasilien, die Weltgemeinschaft weiter gespalten auf dem G20-Gipfel, insbesondere beim Krieg gegen die Ukraine. Und Russland droht mal wieder indirekt mit dem Einsatz von Atomwaffen. Wir fragen nach bei unserem Korrespondenten Norbert Hahn, gerade in Baku in Aserbaidschan. Norbert, Lavrov sagt, er hoffe, die Nukleardoktrin Russlands werde zur Kenntnis genommen. Was meint er damit? Ja, er meint vor allen Dingen einen Passus, denke ich, der sagt, Nuklearstaaten, die keine Nuklearwaffen haben, können auch mit Nuklearwaffen aus Russland angegriffen werden, wenn hinter ihnen ein Staat steht, der eben Nuklearwaffen hat. Das ist ein Passus, der hat im Westen schon im September für Diskussionen und auch ein bisschen für Angst gesorgt, als der Nationale Sicherheitsrat die neue Nukleardoktrin verabschiedet hat. Das Einzige, was damals gefehlt hat, war die Unterschrift von Wladimir Putin, um es halt in Kraft zu setzen. Die hat er jetzt nachgeliefert und der Zeitpunkt ist eben günstig. Jetzt kann man eben dieses Werk nochmal im Grunde verkaufen als Reaktion auf mutmaßliche rote Linien, die der Westen wieder überschritten hat. Aber die Qualität ist nicht neu. Wie gesagt, im September haben wir schon mal darüber geredet. Und in den Jahren davor haben wir über Nuklearschlagdrohungen sowieso schon öfter geredet. Mhm. Norbert, nachdem die Ukraine heute russisches Gebiet mit den gerade durch die USA freigegebenen ATACMS-Raketen beschossen hat, hat Lavrov auch gesagt, man werde entsprechend reagieren. Wie ist diese Drohung nun zu verstehen? Das wird man sehen müssen, aber in vergleichbaren Situationen hat Russland immer reagiert mit verstärkten Raketenangriffen, mit Drohnenangriffen. Das kann diesmal durchaus auch passieren. Andererseits gibt sich Russland aber auch sehr zuversichtlich. Heute sollen ja 6 ATACMS-Raketen abgefangen worden sein. 5 seien zerstört worden, eine sechste sei beschädigt worden, hieß es. Am Ende wird man sehen müssen, welche Ziele
die Ukrainer sich weiter vornehmen. Und man wird auch sehen müssen, wie viele Attackams überhaupt in den Arsenalen der Ukraine liegen. Denn nach Expertenmeinung können das nicht so viel sein. Mhm. Vielen Dank für diese Informationen, Norbert Hahn. Dankeschön.